Hallo und herzlich willkommen zurück. Da bin ich wieder und wir sind hier bei dieser Trainerin stehen geblieben. Die knöpfen wir uns mal vor, ne? Die hat ja bestimmt einen Coco-Way. Umsonst steht es da nicht. Und das heißt wiederum, wir müssen unser Team ändern. Gott, wie war denn das hier nochmal? Team ändern hier, auf Team natürlich. Mensch, Mensch, Mensch. So, Fischgesicht ist ja nicht so... Alter, Fischgesicht. Ach, das arme Fischi. Ja, wobei, Fischgesicht hat einen Eisstreuer, ne? Wenn ein Fischgesicht mal heilen, dann kann nämlich Fischgesicht ordentlich Schaden machen. Mit Mentalbonbon, speziell Verteidigung, kriegt Sandana. Nimmt ordentlich Schaden. Too much für meine Vorstellung. Ja, zack. Na dann. Gibt es denn hier keinen fashion Typen mit einem niedlichen Pokémon im Schlepptau? Hab Pikachu. Was ist denn los mit den ganzen Leuten, dass die alle niedliche Pokémon wollen? Verstehen gar nicht, was mit denen los ist. Yeah. So, na dann. Na dann, na dann, na dann. Gibt's einen Eisstrahl? Ein richtig Ding Eisstrahl. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Der macht jetzt natürlich auch gut Schaden und kann sich wieder ordentlich heilen. Schaffen wir das? Ja, doch, wir könnten ihn jetzt töten in der Runde. Wenn alles hinhaut. Laut meinen Berechnungen. Stimmen meine Berechnungen? Meine Berechnungen stimmen. Sehr gut. Wenn er ein bisschen mehr zurückbekommen, dann hätte er wahrscheinlich gewonnen. Ne? So, Level 40. Das ist schön. Ja, mit Megasauger habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Vulnona. Wir haben keinen Surfer, von daher. Wir haben gar nichts gegen Vulnona eigentlich. Ja, er muss halt Butzler an. Butzler kann alles klären. Vulnona. Ist ja was, ne? Ist ja was. Mal Zeit, dass wir einen Surfer bekommen. Ab in die Safari-Zone, da freue ich mich schon drauf. So, wir machen folgendes, wir machen den Donner. Natürlich. Haha. Wie du mir, so ich dir, oder was? Obwohl, nur das ist auch ein krasses Pokémon. Sieht auch schön aus. Und paralysiert. Nice. Aber wahrscheinlich hätte ein Britzeltobo Vulnona umgebracht. Aber nein. Ja, Obi ist komisch, ne? Ich glaube, Britzeltobo ist gar nicht so schlecht. Bei den Angriffswerten. Dabei steht es ja unter Donner auf jeden Fall. Deshalb, ich verstehe es nicht. Aber sowas werden wir jetzt nicht mehr herausfinden können. Weil Vulnona schon tot ist. So, Starmie, kurze Geschichte, ne? Seht ihr selber, kein Problem hier. Freut sich der kleine Pikachu. Yeah. Und Level 45, wir können die Arena von Sabrina. Nice. So, Layla wurde besiegt. Och Mann, oh. Und 5 Hyperbälle, das ist schön. Meine verschwendeten wieder drin. So, die alte hatten wir ja auch schon, ne? Genau. Nee, doch, 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 die hatten wir am letzten Part gehabt. So, was gibt's hier noch? Feuervieh freut sich über etwas so sehr, dass es rot anläuft. Nee, was? So, wir sind da. Leute, wir sind da. Wir sind in Fuchsania City, endlich. Aber erstmal gehen wir hoch. In Fuchsania City kümmern sich alle Bewohner gemeinsam um die Pokémon, die dort leben. Toll, oder? Stand so in meinem Reiseführer. Alles klar. Ich dachte, du weißt es. Nee, stand so in meinem Reiseführer, sagt sie. Okay. Na dann, hier unten gab es ja auch nochmal Pokémon. Was gibt's da? So, wie sieht's aus? Ich muss meinen Lapras wieder heilen, ne?
Ist da was? Das machen wir jetzt aber mal im Pokémon Center. Ah, schöne Stadt. Ah, nee, falsche Arena. Nein, lass mich raus. Na egal. Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie ist dein wertes Befinden? Wie du sicher weißt, gibt es in Fuxana City dank der Safari-Zone unglaublich viele Pokémon zu entdecken. Deshalb öffnet sich das Tor dieser Arena auch nur für jene Trainer, deren Schicksalspfade sich mit denen vieler Pokémon gekreuzt haben. Um diese Arena betreten zu dürfen, musst du mir beweisen, dass du mindestens 50 Pokémon-Arten gefangen hast. So wie ich sehe, hast du nicht weniger als 71 Pokémon-Arten gefangen. Damit bist du als ehrwürdiger Herausforderer in dieser Arena zugelassen. Jo. Ach, was. Ich hab dich mit meiner Verwandlungstechnik aus dem Gleichgewicht gebracht, was? Dann solltest du dich darauf gefasst machen, dass ich dich auch im Kampf mit diesen Kniffen auf dem falschen Fuß erwischen werde. Na dann. Oh, Kokos Verwandlungstechnik ist unschlagbar. Er sah mir zum Verwechseln ähnlich, oder? Nur an seinem Sprachstil müsste er vielleicht noch arbeiten. Wie dem auch sei, du darfst weitergehen und seine geheimnisvollen Attacken im Kampf höchstpersönlich erleben. Ja, danke. Danke, danke. Ist doch gut, ist doch gut. Das werden wir aber, doch, das werden wir, glaube ich, in diesem Part auch machen. Ich denke mal, wir werden es in diesem Part machen. So, was ist hier los? Sag mal, kennst du eigentlich Bill? Er ist mein Enkelmann. Schon als kleines Kind war er Feuer und Flamme für Raritäten. Jo, das ist schön. Bei seiner Arbeit beschäftigt sich mein Bruder Bill mit der Übertragung von Pokémon. Wusstest du, dass er sogar der Erfinder der Pokémon-Box in diesem Beutel ist? Außerdem hat er zusammen mit einem Professor aus einer weit entfernten Region den Go-Park aufgebaut. Okay. Der Leiter der Safari-Zone ist nicht mehr der Jüngste, aber immer noch quietschlebendig. Allerdings trägt er ein Gebiss, wie man hört. Ah, guck mal, kleiner Tipp schon. Die Goldzähne, ne? Hat er die Goldzähne verloren? Wie kann man die Goldzähne verlieren? Die werden noch einzementiert. Wenn eine Prothese kann man verlieren, aber Goldzähne? Naja, gut. In diesem Haus hier hat einmal ein vergesslicher alter Mann gewohnt. Inzwischen wohnt er wohl irgendwo auf Route 12. Ah, okay. Es ist unheimlich praktisch, direkt neben einem Pokémon-Center zu wohnen. Dafür ist die Miete aber auch entsprechend hoch. Ich hab da gar keine Pokémon. Ich würde hier draußen frei rumlaufen lassen. Naja. Gut. Dann heilen wir uns mal und dann gehen wir direkt. Ja, weiß ich nicht. Ich habe ja jetzt gerade gesagt, wir gehen zu Kogga, aber es wird ja wohl doch nichts wahrscheinlich in diesem Part. Du siehst aus, als hättest du gerade ein ganz fantastisches Abenteuer hinter dir. Das inspiriert mich. Ja, ich sehe es vor mir, die bombastischen neuen Attacken, die ich deinem Partner jetzt beibringen kann. Soll ich deinem Pikachu eine neue fantastische Attacke beibringen? Yo. Gletscher Surfer. Mach mal klar. Pikachu greift das Ziel mit einer großen elektrisch aufgeladenen Welle an. Das Ziel wird eventuell paralysiert. Geil. Ey, yo. Aber was soll ich denn löschen? Donnerblitz. Yo. Donnerblitz haben wir als TM. Von daher können wir Donnerblitz immer wieder neu erlernen. Naja, komm. Jetzt schleimern nicht noch. Du willst dein Pokédex vervollständigen? Dann schau doch mal in Go-Park vorbei. Ja, alles zu seiner Zeit. Hetzt mich doch nicht. Wer alle Karten bloß auf ein einzelnes starkes Pokémon setzt, wird nie ein guter Trainer. Andererseits ist es ziemlich anstrengend, mehrere Pokémon ausgiebig zu trainieren. Oder ausgeglichen zu trainieren. So, und du willst tauschen, oder wie sieht's aus? Hey du besitzt nicht zufällig einen Knogger, oder? Vom Typ Boden, oder? Wenn du willst, dann willst du tauschen? Jo. Hab ich einen Knogger? Nee, ich hab keinen Knogger. Ja, dann halt nicht, Mann. Jetzt sorry, okay, sorry. Gut, also, was wir machen können. Eigentlich wollte ich ja die Trainer unten jetzt nochmal schnell mitnehmen. Ja, ich weiß nicht, ob wir in 10 Minuten die Arena geschafft bekommen. Ich bezweifle es. Deshalb denke ich, machen wir die Trainer hier unten noch. Am Eingang von Fuxania City. Und dann können wir ja noch in die Arena reingucken. Da wird es halt so ein geteilter Part. Labras ist so majestätisch. Ich wüsste zu gern, wie man so eins fangen kann. Tja, ich weiß es auch nicht. Ich habe mir nur eins, ich habe eins nur geschenkt bekommen. So, Vogelfänger. Die Vogelfängers. Ah ja, gut. Labras ist nach vorne mit Donnerblitz. Das ist gut. Dann fighten wir mal. Und da unten ist irgendwas, aber es ist ein unsichtbares Pokémon. Was hat er das gesehen? Pascal.
Patze. Patze setzt Ivitak ein. Oh, das arme Ivitak. Es wird kläglich von meinem Fischgesicht gebrutzelt. Borschnab. Ja, was? Als ob. Das kann's nochmal Schaden machen. Als ob. Fischgesicht, du bist zu schwach. Dodri. Ja, wo kommen den kriegen wir aber hin? Der wird jetzt wohl... Ach doch, der hat wahrscheinlich auch Borschnabel, ne? Ja, so ein blöder Borschnabel-Trainer. Sprungkick. Okay, das haut rein. Ja, wäre Donnerblitz oder Eisstrahl, ne? Was ist halt stärker, ne? Das ist halt... Ah ja, genau, wir haben noch Step auf Eisstrahl. Können wir auch mit Eisstrahl Ivitak töten können? Ja, der ist wahrscheinlich auch tot gewesen. Gut, war unser Fehler. War unser Fehler. Lapras ist doch nicht schwach. Okay, jetzt ziehe ich meine Aussage zurück. Ist ja schon gut. Ach, das war ein Radfratz, na toll. Gut, jetzt werden wir uns mal wieder heilen. Und holen uns den nächsten. Das hier ist mein Revier, Mann. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Ich will doch nur kämpfen. Ist doch nicht immer so aggressiv, Mensch. Roman fordert mich heraus. Er setzt Porenta ein. Hallo, was? Gib wieder Ente Cross. Ein nice Strahl. Okay, Ente gefroren. Cross ist ja. Cross ist sie nicht, sie ist gefroren dann. Schock gefrostet. Die Geräusche. Krass. So, Psychobraut erreicht Level 43, das ist schön. Und noch ein Point da. Mensch, was ist denn los? Der droppt die Porentas. Und Kraut erreicht Level 45. Das ist auch nice. Und noch ein Porenta. Na Mensch. Da will's aber einer wissen. Da will's aber einer wissen. Hoch zu keep. Get down. Yeah. Gut, das war's. Mit deinem Revier. Abgezogen, würde ich mal sagen. Ne? Ach, Manu, jetzt hast du mein Revier, Mann. Ja. Kannst du mal sehen. Elixier. Nice. 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 Okay. Guru. Na, wie klingt mein Lockruf? Verführerisch. Bezaubernd. Pietro. Pietro setzt Taubos. Alter. Jetzt geht's aber ab hier. Juhu, Taubos kriegt einen Eisstrahl. Der sollte ja nichts haben, womit er meinen Lapras killen kann, oder? Ah, ich glaube nicht. Ist eigentlich ein sicherer Sieg. Jo. Na, ich mag Taubos. Taubos ist ein schönes Pokémon. Ist halt nur schade, dass er halt nichts drauf hat, ne? Nicht so richtig. Ja, die Mega-Entwicklung, die fand ich auch nice. Von Taubos. So, haut mal ab hier, ihr kleinen Viecher. Mann, so ein Taubs hier reingerannt. Akani ist einfach zu dick. Ja, komm, hau ab. Und Schüssi. Gut, die Trainer, die haben wir. Wir gehen nochmal ins Pokémon-Center. Und dann geht's in die Arena. Yay. Ab ins Arena. Da freue ich mich ja so. Oh, und sing Vena. Jo, komm. Mensch, in ein paar, zweimal im Pokémon Center. Was geht da denn nur ab, Mann? So, eigentlich müssten wir Simsa da. Oder die Psycho-Braut halt trainieren. Die werden ja alle mit Gift kämpfen, ne? Ich glaube, es geht auch ein bisschen fixer, wenn wir da mit Psycho-Braut durchrushen. Weil
Ich glaube, mit Lapras werden wir da echt keinen Spaß haben. Die hat auch Psychokinese, ne? Aber die hat halt keinen Step drauf. Und deshalb machen wir mal kurze Geschichte. Außerdem kann Psychobraut auch mal auf Level 45 kommen. So, okay. Ich denke, lieber mal, was hältst du von berühmten unsichtbaren Mauern? Der Arena von Foxana City. Ja, kenne ich schon. Ich habe die alten Edition gespielt, ich kenne die schon. Henry. Henri. Henri setzt Nidorina ein. Nidorino. Nee, Nidorina. Okay. So, komm, du kriegst eine Psychokinese ab. Der müsste eigentlich schon vorbei sein. Level 41, ey. Guck mal, die ziehen an. Bin mal gespannt, wie die Level bei Sabrina hier sind, ne? Ob die halt höher sind oder niedriger. Aber laut Speicherungsbild kommt ja zuerst hier, er hier, ne? Olle Kogger. Ich will mal Knogger sagen, weil er ist ja Kogger. 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 So, Nidorino ist auch Geschichte. Guck mal, das geht doch fix hier, Mensch. Das ist doch easy. Sandama erreicht Level 42, so will ich das sehen. Feuervieh erreicht Level 42, das ist geil. Schön. So. Erfolg hängt nicht allein von der Stärke deiner Pokémon ab. Auf die Strategie kommt es an. Wenn du schon mal hier bist, zeige ich dir am besten gleich, was ich damit meine. Okay. Mach mal. Milo. Slimer. Oh, ich hasse dieses Pokémon. Deswegen machen wir kurze Prozesso. Mit dem Slimoko. Der Smog nämlich. Das stinkt. Das stinkt doch. Ja, komm. Macht der Schutzschild. Es schützt sich selbst. Oh mein Gott. Du kannst jetzt drauf gehen. Das Schutzschild, ne? Das ist so ohne Sinn. Ich verstehe nicht, warum es diese Attacke überhaupt gibt. Das macht einfach keinen Sinn. Er verzögert den Kampf quasi nur um einen Dings voraus. Um eine Runde. Ist schon wieder. Ja, jetzt macht das um zwei Runden. Hätte ich jetzt meinen Kikli dabei, ne? Der könnte dieses Schutzschild übelst derbe kaputt machen. Ich verstehe halt nur nicht den Sinn von Schutzschild. Ja, genau. Ja, er hat Mondgewalt. Ist gar nicht effektiv. Achso, Mondgewalt war gegen Drache effektiv. Warum geht denn Psychokinese nicht, ey? Jetzt mal ehrlich. Psychokinese, ey. Nur weil er einmal Komprimator eingesetzt hat, geht jetzt meine Psychokinese nicht mehr. Wollen die mich echt jetzt... Wollen die mich verarschen? Psychokinese geht so gut wie nie daneben. Alter. Spiel merkt einfach, ich bin zu gut, ich renne zu schnell durch und deswegen erhöht es den Schwierigkeitsgrad. Bibor, na gut, da wechsle ich mal, weil Bibor ist höchst effektiv gegen Psycho-Pokémon. Da muss ich raus. Ja, der Kampf ist schon so ausgelegt, dass man hier, wenn man mit Psycho kämpft, gestoppt wird, ne? Da haben die Entwickler mitgedacht. Zeig mir mal nicht so deinen Arsch. Hier, kannst du ein bisschen ganz geschmort werden. Klatsch. So, der Kampf war jetzt ein bisschen länger. Aber ich glaube, einen schaffen wir noch. Einen Kampf. Wo geht es denn jetzt weiter? Ach so, da. Hey, du Jongleur-Typi. Früher habe ich als Zauberer gearbeitet, aber mein Traum war es immer, ein Ninja zu sein. Dieser Traum hat mich schließlich in die Arena von Foxania City geführt. Gebracht, whatever. Komm, wir machen jetzt kurz einen Prozess. Chucky Boy. Chuck setzt Alpollo ein. Das ist kein Problem, Alpollo kriegt einen Psycho-Chineser. Den schicke ich mal den Psycho-Chinesen rüber. Und der ist Alpollo bedient. So, Psycho-Chinese Man. Do this. Yeah. Ja, das war ein schneller, kurzer Kampf. Chuck. Oh man, das war's für mich. Ja, mit einem Apollo kommst du nicht weit. Guck mal, eigentlich können wir sogar noch einen machen. Machen wir noch einen, oder? So, hier ist Sackgasse, ne? Ach, guck mal, hier ist auch noch einer dran.
Meister Kocker ist der Nachfahre einer Reihe legendärer Ninja. Wir sind deine Vorfahren. Bäcker. Nein, Quatsch. Valentina. Valentina kämpft mit Bisa-Knosp. Das ist kein Problem. Gut, dass ich mir eine Psycho-Brauen noch draußen habe. So, die letzten zwei Pokémon werden jetzt besiegt. Jetzt mal sogar nochmal einen Äther einsetzen für Psychokinese. Sehr effektiv, Mann. Und Smogmog. Oh, jetzt haben wir Psychokinese rausgeknallt. Mal gucken, aber mit Psy-Strike können wir wahrscheinlich keinen K.O.-Treffer machen. Das wird wahrscheinlich nichts. Ne. Schade. Spukball ist natürlich auch sehr effektiv. Aber nicht zu sehr, weil er hat keinen Step drauf. Er ist halt kein Geister-Pokémon, von daher ist die Attacke auch ein bisschen schwächer. Also macht ja nichts. Ne? Das macht nichts. So, Leute. Ich würde aber sagen, ich beende jetzt den Part. Im nächsten Part geht's weiter. Da holen wir uns den guten Cocker. Und ja. Denn wieder mal gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir diesen Trainer hier unten platt machen. Bis denn. Ciao.